Seid gegrüßt, meine aktiven Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute startet eine neue Serie. Das richtige Licht in der Meerwasseraquaristik wird diese Serie heißen. Es werden ich will ja noch nicht so viel verraten, aber es werden eine ganze Menge Sendungen definitiv werden. Alles zum Thema Licht. Warum mache ich das? Ich will euch heute in diese Folge, ist eine Einleitungsfolge, das heißt, ich werde hier ein bisschen euch was erzählen zu den verschiedenen Parametern, die wir haben, was ihr da schon mal gehört habt. Ich werde euch ein bisschen erzählen zum Equipment, was wir dafür nutzen, was ich mir da rausgesucht habe. Ich werde euch auch alles erklären, wieso ich mir das so ausgesucht habe, wo da die Vorteile liegen. Und das werden wir alles in mehrere Folgen packen. Und heute ist halt eben die Einleitungsfolge, in der ich euch erstmal alles erklären werde. Ja, Freunde, warum mache ich das Ganze? Ich mache das Ganze aus folgendem Grunde. So viele von euch da draußen treten immer an mich heran, Privatnachrichten, E-Mails etc. Und mir ist halt eben aufgefallen, und das ist so mein Glaube, dass auch unwahrscheinlich viel verkehrt läuft mit Lichteinstellungen, was halt eben die Einstellungen zu Lampen betrifft etc. Man macht ja auch hier, wenn man ehrlich ist, einen Blindflug. Ja? Nur sehr wenige Lampen am Markt haben halt eben den Zusatz Reef Safe. Also das heißt, Lampen, die Reef Safe sind, bringen immer ein Top-Spektrum. Egal, was ihr dort verstellt oder was ihr verstellen könnt, die Lampe bringt immer ein Top-Spektrum, was halt eben dementsprechend den Korallen gut tut. Und wiederum, andere Lampen haben viel mehr Spielmöglichkeiten. Da kann man viel, viel mehr verstellen. Und da kann man halt auch Sachen verstellen. Ja, man kann sie falsch einstellen. Und ich glaube, daher wird das ein ganz spannendes Thema werden. Ja, was mit der Zeit immer weitergehen wird. Wie gesagt, es ist ja auch ein Punkt. Unsere Korallen brauchen ja auch verschiedene Werte. Sie brauchen verschiedenste Paarwerte. Sie brauchen verschiedenste Purwerte. Und ich glaube, ich fange mal an mit den verschiedenen Begriffen im Prinzip, was da in den Messungen mit reinschlagen wird. Es ist als Beispiel Kelvin. Ja, was ist Kelvin? Kelvin ist die Lichttemperatur. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein niedriger Kelvin-Wert von um die 3000 Kelvin, das ist ein gelbliches Licht. Das ist im Prinzip ein gelbliches Licht. Und je blauer das Licht wird, umso mehr steigt die Kelvinzahl. Ja, das heißt, unsere Meerwasserbecken werden teilweise betrieben zwischen 15.000 und 21.000 Kelvin. Ja, das ist so die Lichttemperatur, die wir in der Meerwasseraquaristik nutzen. Dann gibt es noch den Lux-Wert. Der ist halt auch entscheidend, denn der Lux-Wert ist die Beleuchtungsstärke. Ja, der Lux-Wert sagt im Prinzip aus, wie stark unsere Beleuchtung ist. Was kommt aus so einer Lampe überhaupt raus? Ja, das ist im Prinzip der Lux-Wert. Dann gibt es noch den sogenannten Paarwert. Und das ist jetzt wieder ein Begriff, den ihr wahrscheinlich oder viele von euch schon mal oft gehört haben. Der Paarwert. Aber Paarwert ist wichtig. Ja. Was ist der Paarwert? Der Paarwert ist im Grunde genommen, im Englischen gesehen, ist es der Photosynthetically Active Radiation, heißt dann zu Deutsch die photosynthetische, das ist jetzt hier wieder so ein Hick-Hack-Spruch, die photosynthetische aktive Strahlung. Ja? Was ist die aktive Strahlung? Die aktive Strahlung ist die Strahlung, die liegt meistens in einem Bereich von um die 400 Nanometer bis 760 Nanometer. Ja? Das deckt im Prinzip das gesamte Lichtspektrum ab. Das sagt der Paarwert aus. Das ist die aktive Strahlung. Ja? So, jetzt kann man halt diese Paarwerte messen. Da gibt es halt Paar-Messgeräte. Aber was die wenigsten wissen, es gibt ja auch noch den sogenannten Purwert. Ja? Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt ein komplettes Spektrum habt, so wie ihr es jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel seht, da ist es so, dass der Paarwert, wie gesagt, von 400 bis 760 in einem durchgeht. Also das ist eine durchgehende Kurve. Ja? Der Purwert wiederum ist die Geschichte, das ist der Photosynthetically Usable
Radiation, zu Deutsch dann halt eben der photosynthetische brauchbare Strahlung. Ja, so, das ist im Prinzip für uns eigentlich der ausschlaggebende Wert. Weil ihr wisst, unsere Korallen haben Zooxanthellen. Die Zooxanthellen sind dafür da, da sind Algen im Prinzip ja in den Korallen eingelagert. Diese Algen müssen halt mit Energie bestrahlt werden, mit Licht. Ja? Und dadurch können die eine Photosynthese eingehen, diese Algen, und können dadurch Zucker produzieren. So, jetzt ist das Ding, nicht jedes Tier auf der Erde, also Pflanzen zum Beispiel, Pflanzen arbeiten über Photosynthese, Korallen arbeiten auch über Photosynthese. Es ist aber hier ein Unterschied und das ist eben der sogenannte Pur-Wert. Und da ist es nämlich so, dass unsere Korallen in einem Bereich von circa, also nach heutigen Messungen, runter bis 380 Nanometer und im Prinzip bis 550 Nanometer rum, in diesem Bereich, ja, verwerten die Korallen das Licht, das photosynthetische Licht, ja, was für ihre Photosynthese benötigt wird, liegt im Prinzip in diesem Nanometerbereichsband. Ja, wie gesagt, von, man sagt im Schnitt von 380 in etwa bis 550. Dann gibt es aber ja noch verschiedene Lebewesen im Meer. Da fällt auch noch mal ein Rotanteil rein, der ungefähr bei 680 bis 760 rumliegt. Das ist aber vom Spektrum her gesehen ein großer Rotanteil. Ich würde sagen, ich erkläre euch das mal eben kurz an dem PC oder beziehungsweise ich werde euch erstmal mein Equipment vorstellen und das ein bisschen erklären, damit man halt da auch, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was wir machen, wie wir es machen und warum wir es halt mit diesen Gerätschaften machen. Das gucken wir uns mal an. So, zum einen habe ich hier von der Meerwasser-Hardware den Apogee MQ510, den Underwater Quantum Fluxmeter bekommen. Das ist allerdings ein reines Paarmessgerät, ist auch halt eben sehr hochpreisig, also liegt irgendwo so um die 700 Euro rum, meine ich. Das kann aber, wie gesagt, nur den Paarwert messen. Ja, das ist in Ordnung, das wird dann im Verlauf der Serie, werde ich euch das zeigen, was das mit den, also was das mit den Paarwerten auf sich hat. Das hat damit zu tun, wie viel Paar eure Korallen später bekommen sollten. Da ist nämlich bei jeder Koralle ein anderer Paarwert angesagt. Das ist dann für den späteren Verlauf. Ich habe mir dieses nur schicken lassen, weil das, ich sage jetzt einfach mal hochpreisiger, jetzt würde man ja denken, okay, das ist wahrscheinlich auch genauer. Es ist auch etwas genauer, aber es ist nur um 10 Paar genauer. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. So, und dann habe ich hier im Prinzip nochmal den Sennai Reef. Den gibt es ja in zwei Versionen. Ich habe auch im Prinzip beide Versionen. Also sprich, ich habe einmal den Sennai Reef, das kleine Paket. Das liegt bei 130 Euro. Und dann gibt es davon noch das Sennai Reef Pack. Da ist dann im Prinzip, also den hier, der hat einen normalen USB-Anschluss hier oben, ja. Den müsst ihr natürlich ganz normal an euren Laptop anschließen, Mac oder Windows, und könnt den auch nur dann über das Laptop bedienen. Das Sennai Reef Pack, das zeige ich euch auch mal kurz. Das wäre dann hier das Sennai Reef Pack. Da habt ihr im Prinzip alle möglichen Sachen direkt mit da drinnen und alles mit dabei. Ja, da ist im Prinzip, wie gesagt, dann der Sennai Reef drinnen. Da ist aber dann auch der SUS mit drin, also der Webserver. Das heißt, das schließt ihr dann am Aquarium an und könnt einfach von überall aus, vom Handy, von wo aus ihr wollt, über eine Cloud darauf zugreifen. Es hat, dieses Paket hat noch einige weitere Vorteile. Ihr seht das hier oben schon an der Software. Hier könnt ihr noch ein bisschen mehr machen. Da könnt ihr diese Diagramme dann auf dem PC erstellen und. Das war jetzt für mich speziell interessant. Ausreichend ist aber hier der ganz normale Sennai Reef. Und der liegt, wie gesagt, bei 130 Euro. Und die weiteren Vorteile des Sennai Reef zeige ich euch jetzt noch am PC. So, ich zeige euch jetzt mal,
was für mich jetzt hier entscheidend war, warum ich mich für den Sinai Reef entschieden habe. Und zwar gehen wir jetzt mal hier rein. So, und der kann das nämlich alles sehr schön darstellen. So, ihr seht jetzt hier den Paarwert, den Lux-Wert und den Pur-Wert. Ja, so, das ist ja das, was ich am Anfang besprochen hatte. Hier auch schon mal mehr. Und ich muss jetzt dabei sagen, die Lampe steht derzeit auf 1%. Die geht jetzt gerade gleich aus. Wir haben schon spät abends, wo ich das jetzt gerade aufnehme. Deswegen ist der Paarwert so gering. Aber es ist jetzt völlig egal. Also wir können hier schön ablesen. Paarwert, Luxwert, Purwert. So, und jetzt ist hier unten, das müsst ihr euch vorstellen, das ist das, was unser Auge sehen kann. Ja, so, diesen Bereich sieht das menschliche Auge. Und deswegen brauchen wir auch immer diese schönen Filter. So, das hier ist der photosynthetische nutzbare Strahlung, also der Purwert. Ja, so, und hier seht ihr im Prinzip, das hier, dieses Bunte, das ist das, was unsere Korallen brauchen. Das Rote, das lassen wir jetzt erstmal weg, weil das hat eine gewisse Bewandtnis, das zeige ich euch später auch noch. Das ist auch tatsächlich unrelevant. Das ist jetzt hier in dieser Messung, weil wir hier auch Süßwasserlampen mitmessen können. Und da ist das wieder eine ganz andere Rolle. Wir sind hier nicht bei Pflanzen, sondern wir sind hier in der Meerwasseraquaristik. So, Fakt ist, das Schwarze jetzt hier zum Beispiel, da seht ihr jetzt, das ist die aktuelle Lampe. Das ist das Spektrum, was die Lampe derzeit bringt. So, ich muss nochmal reinspringen, weil der springt hier mal raus. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben einen Purwert von 85-86% rum. Das ist sehr, sehr gut. Also eine Lampe, die diesen Purwert hat, ist schon phänomenal. Ja, das ist wirklich absolut gut. Wie gesagt, der kann ruhig um die 70, da ist er schon top. Wenn ihr so 71, 72 seid, seid ihr schon gut. Ja, ich werde euch auch Lampen zeigen, die das nicht erreichen oder bei 70 halt nur sind. Ja, das ist halt das Schöne, dass wir das hier alles demonstrieren können, weil wir hier wirklich sehen, so, das ist im Prinzip die Lampe, die es aktuell läuft. Da müsste ich jetzt theoretisch, wie ihr hier seht, ich müsste jetzt hier runter in den UV-Bereich reingehen. Ja, hier noch weiter runter gehen bis 380 Nanometer, müsste ich noch ein bisschen mehr UV schieben. Dann würde sich dieses schwarze Spektrum hier rübersetzen. Ja, und hier müsste noch ein bisschen helles Blau mit Grün, so Cyan-mäßig quasi noch mit rein, dann wäre das perfekt. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. So, und diese, so wie ich euch das hier zeigen kann, können wir auch demnächst da Lampen mit vermessen, können da reingucken, können schauen, was hat die Lampe in der Standardeinstellung etc. Das werde ich euch dann alles noch erklären. So, jetzt machen wir noch kurz den Vergleich. Ihr seht jetzt gerade, wie gesagt, Lampe ist jetzt völlig unrelevant, die ist bei 1%. Wir haben jetzt einen Paarwert von 4. Merkt euch das, weil ich zeige euch jetzt noch eben kurz eine kleine Aufnahme vom Apogee, damit ihr seht, wo da der Unterschied liegt, was das Apogee jetzt aktuell anzeigt. Ja, so, also das ist jetzt erstmal geklärt für die erste Sendung. Und hier einfach jetzt merken, wir haben jetzt hier 3, 4 rum. Wie gesagt, die geht jetzt gleich auch aus. Ich muss mich beeilen und achtet auf den Wert. Ich zeige euch jetzt noch das Apogee. So, ihr seht hier, die Batterie ist leider relativ leer von dem Apogee. Aber ihr seht hier den Paarwert von 13. Ja, er steht jetzt an derselben Position wie der Sinai lag und er ist 13. Also wir hatten gerade 4, der schwankt halt auf zu 3 runter. Also wir haben jetzt im Prinzip 10 mehr. Also ich habe festgestellt, dass der Apogee exakt immer an denselben Positionen letztendlich immer 10 Paar mehr anzeigt. Also habe ich drüben 1000 Paar, zeigt er mir 1010. Habe ich 100, zeigt er mir 110. Er zeigt exakt immer 10 Paar mehr an. Ja, also ich meine, damit können wir letztendlich leben, weil bei vielen Korallen geht es um 50, 150, 200, 250 Paar rum. Ob man da jetzt 250 oder 260 messen, ist, denke ich, zu verschmerzen. Ja, Freunde, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wenn die euch gefallen hat, dann zeigt mir das, indem ihr einen Daumen da lasst. Wenn ihr da mehr von sehen wollt, lasst einen Daumen da. Haut mir die Kommentare voll. Ich möchte auch nochmal einen Dank aussprechen
an die Jungs von Meerwasser Hardware, die mich auch hier zu dieser Serie stark unterstützen. Das heißt, die Jungs haben mir das Equipment zur Verfügung gestellt, was wir hier nutzen. Und weil das halt ein sehr spannendes Thema ist und ich auch denke, dass viele von euch da draußen da sehr interessiert dran sind, das Beste den Korallen zu bieten, werden mit Sicherheit viele da auch mitmachen wollen bei dieser Serie. Und das ist auch unter anderem ein Ziel dieser Serie. Ihr könnt das ja, was ich euch hier zeige, das könnt ihr ja im Prinzip nachmachen. Ja, wenn ihr euch auch dieses Equipment zulegt. Und ich habe aus diesem Grunde mich auch tatsächlich für den Sennheiser Reef HDM entschieden. Ich habe euch ja erklärt, warum, wo die Vorteile und Vorzüge liegen bei diesem Gerät. Und es ist auch halt eben nicht sehr hochpreisig wie manch andere Gerätschaften. Und von daher sollt auch ihr wieder einen Benefit dadurch haben. Und Meerwasser Hardware wird wieder mit dem Rabattcode Schnapper dementsprechend auf die Sennheiser Gerätschaften wieder einen Rabatt euch geben. Und da könnt ihr wieder den bekannten Code Schnapper nehmen, den wir ja schon des Öfteren hatten. Ja, vielen Dank dafür, wie gesagt, an Meerwasser Hardware. Ja, und wir starten quasi in der zweiten Folge, geht es dann richtig los. Da werden wir dann halt mal verschiedene Sachen durchmessen. Und das ganze Spiel wird auch noch ganz interessant, weil es geht ja auch am Ende darum, was braucht eine Koralle? Ja, ihr müsst ja viele Dinge bedenken. Ihr müsst einfach im Becken die verschiedenen Positionen von der Höhe aus gesehen im Becken, müsst ihr halt euch überdenken. Ja, und dafür müsst ihr eine Liste haben und auch diese Liste habe ich tatsächlich. Ich glaube, ich werde die größte Paarwertliste zeigen können, die wir haben. Die wiederum ist dann auch tatsächlich über einen Poolwert mit abgeglichen worden. Das heißt, wir haben fast jede Koralle dort drin stehen. Und dann bekommt auch ihr visuell zu sehen die Werte, was die Korallen im Becken brauchen. Aber ich will gar nicht zu viel verraten. Das sehen wir alles in der nächsten Folge, meine Freunde. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da. Ihr, meine Allergeilsten, kriegt von mir ja auch 2 Daumen wieder rauf. Und haut mir einfach mal die Kommentare voll mit Ideen, mit Fragen, mit Anregungen etc. Ich freue mich drauf, Leute. Ich bin raus, euer Marc. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Sendung. Ciao, ciao.